Ja, Freunde, wir sind ziemlich angeschlagen, aber auch kurz vom nächsten Level ab. Und deswegen, willkommen zurück zu Dragon Ball Z Kakarot. Unser Ziel, natürlich, wie können sie anders sein? Genau. Erst einmal, Sidequesten. Und die Schildkröte will noch irgendwas von uns. Die Frage ist bloß, was? Und warum? Warum hat sie eine Tür? Und dort auch, und dort eine Treppe. Und warum kann ich die nicht benutzen? Und ach, so viele Fragen. Und wer ist hier am Kochen? Und was? Ist das... Das ist ein Messer, das sehe ich auch, aber das... Hä, soll das ein Zwiebel sein? Knoblauch? Hm, kein Plan. Konnichiwa. 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 Hm. Was ist los? Sumimasen. Ich wollte dich nicht beunruhigen, verzeih mir. Ich mache mir nur Sorgen wegen unserer Lebensmittel. Die sind alle weg. Echt alle? Ja, Muten Roshi meinte, er würde Son Goku einige davon geben. Aber letzten Endes hat er ihm alle gegeben. Meinem Papa? Yeah. Denke jetzt nicht, ich würde einen Vater dafür verantwortlich machen. Muten Roshi hat es nur ein bisschen übertrieben. Aber wenn man mitten auf dem Meer lebt, wird es schwierig. Wenn ich Lebensmittel bestelle, habe ich keine Ahnung, wann sie hier sind. Vor allem in der heutigen Zeit, du verstehst? Nee, aber egal. Ich kann glauben, dass er meinem Papa alle Lebensmittel gegeben hat. Das sollte ihm helfen. Ja, und was? Wieder zurückholen, oder was? Ein harter Cut für die Schildkröte. Was? Wieso Cut? Nandesho. Möchtest du uns auch die Lebensmittel besorgen? Ich will dich nicht belästigen. Ich bin es mehr mein Papa, der alles auch vergessen hat, oder? Ich kümmere mich darum. Arigato gozaimasu. Wenn ich ehrlich bin, verlaufe ich mich immer ziemlich schnell. Ja, Schildkröte und schnell. Naja, also ist es wohl am besten, wenn ich nicht selbst einkaufe. Also was genau brauchst du? Mal sehen. Eine Königstomate, Reis und Eier. Die Königstomate, wa? Onegaishimasu. Deine Mutter ihn findest. Sehr gut. Okiotsukete. Jo, ich hoffe nur wieder noch genug Kohle. Weil wir kriegen so wenig Geld hier. Das Ei hätten wir sicher mal genug. Reis muss noch einkaufen, okay. Doch, ich will da lang. Warte mal, er hat gesagt, er zeigt uns mal auf der Karte ein. Das ist einfach hier Nebenstory in Hardcover die Schildkröte, ja. Aber wo hat das mir jetzt eingezeichnet? Was hier vielleicht? Eingezeichnet? Nee, hier vermutlich eher weniger, aber. Warte mal. Als Weltkarte gehen. Ja, wobei, komm, wenn ich schon mal hier bin, kann ich eigentlich direkt mal dahin fliegen. Ah, okay. Den können wir irgendwo anders sehen. Ich dachte gerade, vielleicht könnte ich den Wirbelwind von unten nutzen. Aber nee, den können wir irgendwo komplett anders sehen. Ah, wobei, der hier. Komm, bleib mal stehen! Das war krass. Klar doch, warum auch nicht? So. Moment, den wollte ich nehmen. Denn der führt mich zur Insel. Lalalala. Die
dieser dumme, große, lebhafte Fisch. Tralala, es gibt hier Fische. Ja, viele Fische. Und ich mag meine Fische im Lakodorf. So. Dankeschön. Was hast du Schönes? Reis. Ja, wir brauchen Reis. Ohne Fleiß. Der hat leider nicht die Königstomate, die ich gerne hätte. What a pity. Konnichiwa. Hm. Da ist eine Köchin, okay. Der könnte irgendwas reparieren, brauche ich gerade auch nicht. Konnichiwa. Hm. Nee. Das ist mit dem Geld, wa? Hm. Vielleicht kriege ich mal noch einen Hinweis darauf und sonst muss ich halt selber gucken. Ich meine, klar, Items verkaufen, aber kann es eigentlich nicht sein. Ich sehe einen Trainingspoint. Wieso? Du musst genau hier sein. Hm. Direkt mal hier alle einsammeln. So, wie viel haben wir? Level up! Yes, man, der volle KP! Geil! Wo wollte ich hin? Genau hier. Es ist ja so geil. Ich finde das richtig steil. So, warte mal. Wir haben einen Trainingspoint, das ist klar. Aber, haben jetzt die Schildkröte das eingezeichnet? Im Südosten? Ernsthaft? Südosten von ihm ins Haus oder wie? Er hat nur angegeben im Gebirge im Südosten. Sag mal. So. Also auf der Gebietskarte. Was war das, wo hier so seltsam schimmert? Ich meine, es sind Obstbäume. Ja, gut, also. Markiert, das ist für mich keine Markierung und Südosten ist eher sehr, sehr südlich. Ja gut, wer weiß. Könnte trotzdem passen. Nee, oder? Der Herr der Kraniche. Bronzekompass, okay. Wenn der wüsste, wer ich bin. Hä? Das ist Gegner?
Gut, das sind reife Mango, das ist zwar nicht schlecht. Möhren, ja. Hey, ernsthaft? Freunde, ihr nervt. Da ist er, die Angriffsdrohne. Hätte ja funktionieren können. So, ein bisschen verwirrt, was die Schildkröte meint im Gebirge im Südosten. Klar, wir haben hier noch... Komm schon, hier ist rot, das muss doch die sein. Okay, und na, rot wegen der reifen Mango, weil das natürlich eine seltenere Frucht ist. Noch mehr, ernsthaft? Doch, tatsächlich. Okay, wo haben wir uns getroffen? Aua! Die wollen es aber nicht lernen, wa? Yes, servus! Ja, so doof ist keine mehr hat, wa? Plötzlich haben wir hier ein gutes Training, das ist erschreckend. Erschreckend geil vor allem. So, die ganzen restlichen Obstbäume noch irgendwie abgrasen, wenn ich schon mal hier bin. Einer muss noch hier sein. Ja, da hat es noch ein paar. So, wir sehen nichts. So, Buan, Sommer für Licht. Freunde, das müssen wir anders machen. Das geht so nicht mehr. Wir sehen, dass ich auf A gar keinen Move mehr drauf habe. Du, keinen Super Move mehr drauf. Aber sonst habe ich's drauf. So, jetzt noch ein paar Bäume. Gut, es waren zumindest noch ein paar reife Mangos. Das heißt, wir haben hier soweit alle. Ich bin doch nicht doof, der hat gesagt im Südosten. Südöstliches Gebirgebereich. Hm.
die beiden schon verpasst, wa? Sieht zumindest so aus. Du. Ja, mein südöstliches Gebirge bereit, das kann ja alles sein. Westlicher Wald. Moment mal. Westliches Gebirgebereich. Aha, okay, gut. Orange City ist auch im südöstlichen Gebirgebereich. So, das ist also südöstlich. Ja gut, wenn man es weiß, ist es klar. Wenn man es nicht weiß, denkt man sich so, was? Dann ist es ein bisschen, nur ganz kleines bisschen crazy. Jetzt haben wir noch eine Sidequest. Moment, bevor wir hier einen Quatsch machen. Doch. Da ist sogar der. Okay, für die Schildkröten. Harter Cut, gut. Ja, keine Zeit für euch. Sind aber ein paar Pflanzenmänner. Man muss ja mit dem Training nicht übertreiben, wa? Das sind ein paar Roboter. Ne, das sind Roboter, okay. Schönen guten Tag! Großer, lebhafter Fisch. Auch den vielleicht schon? Oh, nicht euer Ernst. Wo kriege ich jetzt einen großen, lebhaften Fisch her? Was habe ich überhaupt schon für Fische? Mal fragen darf. Lebhaften Fisch habe ich, am großen Lebhaften noch nicht. Was 10? Tauch einfach unter den Vögeln und findest du sie. Hä? Okay, wie crazy ist das denn bitte? Die seltsamste Sidequest ever. Das war jetzt hier. Und jetzt gerade nochmal das mit Tau. Wenn's wieder. Achso, war schon das gleiche. Okay, gut. War einfach schon das gleiche Gebirge, aber das gleiche Gebiet von dem her. Aber. Ah, okay, jetzt setze ich's. Okay, alles klar. Ja. Wo Vögel sind, soll ich tauchen? Okay, also in dem Fall nicht angeln. So klingt's für mich. Das ist bloß die Frage: generell in Flüssen? Nee, oder eher im Meer? Man kann einfach hier nach Vögeln suchen und dann dort landen. Also das ist noch irgendein Tipp für mich. Ja, den Bauern selbst habe ich, aber große, lebhafte Fische, das ist ein Problem. Ich bin auch nicht zu erinnern, dass ich hier auch schon mal auf Vögel bzw. auf Möwen gesehen habe. Also Möwen, hm?
aber Moment, bevor ich jetzt hier zu viel Zeit vergeude, kann ich es einfach mal ganz logisch machen. In so einem Fall würde man doch in der Nähe von dem Typen suchen, der ja das haben möchte. Weil sonst hätte er einem vielleicht einen Hinweis geben. Also hat es hier irgendwo in der Nähe Flüsse? Ich denke mal schon. Doch ein relativ großes Gebiet. Ja, ja, hier hat es doch überall. Ich glaube sogar irgendwo, zumindest bei uns natürlich noch einen Angelplatz und so. Okay, hier natürlich auch. Das heißt, ich fliege einfach nochmal ganz kurz runter und guck mal. Mal gucken, wo hier der Fuß ungefähr beginnen würde. Guan, ganz ehrlich, mit den Typen, das ist gar keine Probleme mehr. Türme zerstören, aber. Ne, jetzt nicht. So haben wir auch schon Fluss. Und hier kein Ki mehr, das ist natürlich schade. Ich frage mich gerade, was eigentlich hier unten noch ist. Solche Dinge. Ah. Jo, okay. Könnte der Fluss aufwärts irgendwas sein? Scheint aber nicht so. Gut. Ich meine, ich kann natürlich auch hier in der Nähe angeln. Wenn es das ist, was er gerne hätte, aber ich glaube es eher weniger. Der Typ ist ja da. Tauche einfach unter den Vögeln, dann findest du sie. Das finde ich sowieso ein bisschen seltsam, weil Vögel schwimmen ja nicht. Warum also tauchen? Also ist jetzt ein Hinweis darauf, dass ich eigentlich nicht tauchen, im Sinne von tauchen, sondern im Sinne von einfach unter den Vögeln durchfliegen. Weil ich dann sehe, ah, da hat es Fisch, okay, kann ich angeln. Oder doch, wie es zuerst hat, von wegen, okay, da sind Vögel, also muss da auch irgendwie solche Fische geben, also muss er da halt ja, tauchen oder angeln. Beziehungsweise, nee, und den Vögeln eben unten durchtauchen, auch wenn es ein bisschen doof klingt. Also eigentlich unten durchfliegen. Dann sehe ich, ah, da unten hat es Fische, okay. Dann muss ich halt die angeln. Und eben doch nicht, ich bin ein bisschen verwirrt, ihr merkt schon. Ich sehe keine Vögel. Na gut, das ist der gute alte Angelspot, da war ich mit so einem Gug immer wieder mal. Hm? Ja, guck mal an, hier hat es Vögel. Super Masenko. So, also die Fische jetzt vertrieben. Oh, lebhafter Fisch. Hä? Okay, war jetzt ein. War kein großer lebhafter Fisch.
Okay, das war jetzt einer. Ich will irgendwie 10 davon haben, wa? Alter Schwede. Okay, war gerade ein bisschen crazy. So ein Gurnwald wollte nicht mehr schwimmen. Soll ich im Grunde noch immer? Tja. Na gut, so viel dazu. Aber war das irgendwie ein Hinweis? Ich glaube irgendwie nicht, wa? Klar, die Vögel waren ein Hinweis, ja, aber sonst hatte ich jetzt auf der Karte keine besondere Markierung dafür. Was, wo? War die Idee schon längstens vorbei, Freunde? Ich würde sagen. Wir sind da durch. Kein Bock auf den Fight. Weiß auch nicht, glaube, wir gehen im nächsten Part erstmal wieder beim anderen Typen vorbei und dann muss man halt gucken, ob wir vielleicht einfach mal mehrere Flüsse abgrasen soll, bis wir eben halt so ein paar Vögel sehen. Obwohl, ist eben nicht so einfach, die sind wirklich nur knapp im Wasser. Einfach so versuchen, aber einfach halt überall im Wasser wirklich komplett durchschwimmen, weil ja, man findet es ja auch so, man muss nicht großartig angeln. Weiß auch, Leute, ist noch ein bisschen crazy das Ganze, aber ich glaube, wir kriegen es hin, wa? Irgendwie, irgendwann, hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye.